So, sind wir hier auf dem Hohen Einberg, 806 Meter über Normal Null, blendendes Wetter, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, es ist nicht kalt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das der richtige Weg ist, um runterzukommen nach Willi. Morgen. Gute Fahrt. Ja, danke. Also, da hinten ist Schwalefeld, würde ich sagen. Und jetzt rechts von mir, da müsste ich nach Willingen gehen. Wollen wir mal schauen. So, jetzt suche ich mir ein sonniges Plätzchen und dann wird gefrühstückt. Eine Bank in der Sonne oder eine Sonne in der Nacht. Träume sind erwacht. Feuer im Vulkan. Wir beide Arm in Arm. Tau auf heißem Sand. Nie gesehenes Land. Sonne in der Nacht. Was hast du gemacht? Ja, jetzt bin ich ja doch gespannt, wo ich auskomme. Also echt. Wenn ich wirklich wollte, hier überhaupt nicht auskommen. Oder? Oder doch? Oder doch? Ja, doch.
Hohe Almberg, genau. Ja, da rechts ist das Hoppecketal, da drüben ist der Ettelsberg mit dem Ettelsbergturm, da sieht man den Sauerlandstern, da hinten ist die andere Schanze, die kann man kaum erkennen, und ganz hinten durch, hinter dem Ettelsberg, links gelegen, ist die Mühlenkopfschanze. Vielleicht fahre ich da noch hin, aber jetzt werde ich erstmal mir eine schöne Bank suchen. Ja, auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, auf dem Ettelsberg, da sieht die Sache anders aus. Da sind also wesentlich mehr Radfahrer, Mountainbiker unterwegs. Hier hat man im Grunde genommen seine Ruhe. Ja, da kommt doch eine Bank, sonnenbeschienen. Oh, mit einem, ach ne, das ist ein Rabe. Ich dachte, das wäre ein Greifvogel. Sonnenbeschienen mit schönem Blick aufs Dörfchen, da werde ich mal eine kleine Pause machen. Ja, da habe ich einen traumhaften Tag erwischt. Ich hätte zwar noch gerne einen Tisch dabei, aber man kann nicht alles haben. Und dass da oben hinter den Bäumen ein altes Haus steht, das war mir gar nicht so bewusst.
doch richtig. Ich treffe doch den Weg, den richtigen Weg gewählt.
Hier soll irgendwo eine Ladestation für E-Bikes geben. Warte ich nur wo. War ja wohl nichts. Wo soll denn hier die Aufladestation sein? Da ist für Autos. Okay. Und das ist ein Trafohäuschen. Wenn schon die E-Bike-Ladestation nicht geöffnet hat, kann ich wenigstens mein Fahrrad mal waschen für lau. Das war's.